So, heute ist Dienstag, der 3. Dezember 2013. Ich befinde mich hier, ja, bei einem Bekannten und der hat gesagt, er hätte da was für mich, was ich mir mal angucken müsste. Und das hier ist sozusagen, ja, seine Sammelleidenschaft, würde ich das mal nennen. Der sammelt also Spielzeug und speziell hier Holzmodellhäuser. Jede Menge, guckt euch das mal an. Und das gucken wir uns jetzt hier mal alles an. Hier also, keine Ahnung, wer sich solche Mühe macht, solche Häuser hier per Handarbeit zu bauen. Hier ist also alles Modelle. Ja, guckt euch das mal hier an. Das kannst du gar nicht kaufen. Auch da hinten, also der ganze Raum hier ist praktisch voll mit irgendwelchem Holzspielzeug. Hier so ein Traktor. Schumis Auto. Hier, guck mal da rein. Mit welcher Liebe zum Detail. Hier, ihr seht, da sind noch mehr Häuser. Häuser, Häuser, Häuser. So. So, und hier haben wir noch was ganz Besonderes. Eine Rex von 1955 mit Zweigang. Mit Zweigang. Mhm. Sieht man hier die Hupe. Das nennt man Klingeln auch allerseits. Und falls jetzt Kommentare kommen, ob man die irgendwie kaufen kann. Kann man alles, für eine Million kriegt man alles. Für eine Million, okay. Vielleicht finden wir jemanden. Hast du nicht eben gesagt Dreigang? Nee, Zweigang. Oder ist das die Bezeichnung? Zweigang ist das. Und die hat dann auch zwei Gänge? Die hat sogar drei. Ja, das meine ich. Wie ein Rückwärtsgang, ne? Also, hat man da mal ein paar Wochen oder ein paar Tage dran gespielt und war das uninteressant. Konntest nichts gewinnen, oder was? Was? Du konntest nichts gewinnen. Doch, ich habe keine Schlüssel gehabt. Hast keinen gehabt? So, wovon wir gerade sprechen, den hat man eben auch schon einmal gehört. Superchamp, was macht der? Achso, da muss man diese drei Bildchen zusammenkriegen oder so, ne? Na, den passenden Stuhl dafür hast du auf jeden Fall auch.
Und was ist das für ein Boot hier? Kann ich dir nicht sagen. Hey, da ist ein kleines da hinten auch noch drauf, zwei Stück. Hast du hier schon gefilmt, wo du auf der Toilette sitzt? Nee. Ich bin der König der Welt, ne? Ist das nicht so? Ich stehe noch hier vorne drauf. Da wird rausgeschnitten, ne? So, hier eine ganze Truhe. Ja, hier, die ist nicht ganz klein. Man sieht sie am Deckel. Ja? Oh. Lustige Taschenbuch. Was heißt das? Band 86? Was ist das Licht rausgegangen hier? Batterie an oder was? Wird zu doll geblendet, glaube ich, verdammt. Ja, das ist großartig. Also was heißt denn das? Band 86? Weißt du auch, wie aktuell die jetzt gerade sind? Gibt's das noch? 400. Guck mal, das ist 261. Ich hab keine Ahnung. 252. Ja, ein bisschen verrückt muss man schon sagen. Guck dir das mal an hier. Guck dir das mal an hier. Was sind das da für Ordner? PM-Zeitschriften. Was ist das? Eine Zeitschrift. Mittlerweile auch schon Sammler. Jetzt kostet man wieder drüber, was alles eingepackt. Da sieht man das jetzt nicht so richtig. Dann brauchst du das Telefon noch, ne? Hast du das? Das habe ich drin im Haus. Das Mickey Maus Telefon? Ja. Gibt's doch nicht. Das ist angeschlossen. Kannst du drin für. Na, na, wer will denn da spannen? Deine Tochter hat sie heute mit hergekriegt. Nee. Das sind hier Schlümpfe, die alten guten aber noch. Wie viel hast du davon ungefähr? 600, circa. Bist du gut. Kann auch 800 sein, weiß ich gar nicht. So, das ist. Was hast du damit gemacht? Türme. 50. Jenga. Ja, der Ruckzuck ist unser Weg. Na, aber vorher hat man so gemacht. So, und was sind das jetzt genau für Kugeln? Ach, was drin? Na, einen hatte ich ja eben schon mal raus. Keine Ahnung, wo sind die waren. Der war HSV, ne? Im Sammlerkugeln, keine Ahnung. Was spielt wohl nicht. Ja, wo ist denn die her? Oder wo waren die denn mal bei? Oder irgendwas? Ein Dutzend ist billiger, weißt du doch. Ja. Leider alles nicht geordnet, ne? Schade eigentlich. Ja, ist auch so schon beeindruckend genug. Na, jetzt bin ich mit drauf, ne? Das war die falsche Aussage. Das Video hat gerade einer geguckt, der wollte 8000 geben. Du brauchst keine Orschen ein. So, wir haben jetzt mal die Location gewechselt. Und das Telefon hat er natürlich auch, wie versprochen. Ich hab noch einen. Aber den hast du noch nicht.
Hast du den schon gesehen? Mhm. Ja. Da müssen wir keine kurz. Ja, muss er hier noch lange stehen. Verdammt. Da war bei Edeka hing das dran. Wo ist das Buch von Husum? Nee, Lukau. Sehr cool, oder? Das denke ich mal, hier war bei Woolworth. Als Probe, Vorführgerät war das, glaube ich. Damals. Total, ja. Wie hießen die Püppchen früher? Ist das so einer? Der Waffenschrank. So, nächste Location. Anderes Spielzeug. Hast du die mal als Kind verfahren? Nein. Beide nicht. So, wieder nächste Location. Was haben wir hier? Potsdam, ja. Was ist das für ein Mofa? Was war das mal? Was ist das? Moped. So, und das andere hier nehmen? Ich meine, hier wird es ja interessanter. Das ist ja ein Trike. Sozusagen. Sind die fahrbereit? Und dieser Roller hier, oder was das ist, Mofa? Ja, gut, das. Ja, und diese beiden Geräte hier, was? Marke Eigenbau? Nein. Sondern? Original, fast. Was heißt denn das? Erzähl mal. Das ist ein Krankenfahrstuhl von Berlin hergestellt. Und haben richtig Motor. Ja, haben richtig Motor. Hier Auspuff oder was, ne? Ja. Muss man ganz original, ein bisschen schöner. Wurstblinker. Ey, da ist ja richtig einer mit gefahren, oder? So Ersatzteile, ne? Wenn man für alles gewappnet ist. Keine Ahnung mehr. Ich muss jetzt meinen Liebhaber finden. Jetzt macht das schon. Das haben wir ja jetzt.
mit diesem letzten Schwenk hier möchte ich mich dann erstmal wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, was so manche Leute so alles sammeln, ne? Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das fandet. Wollt ihr mehr davon sehen? Kennt ihr selber jemanden, der so eine Sammelleidenschaft hat? Immer her damit. Oder habt ihr irgendwas, was die Welt unbedingt mal sehen muss? Schreibt mir, wenn ihr nicht zu weit weg seid. Vielleicht klopfe ich das nächste Mal an eure Tür. Und dann gucken wir uns das an. Und damit sage ich es wie immer. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn.